Grüße euch, ich bin der Pit, Paraguay Live und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Also heute ein aktuelles Thema, Amazon Waldbrände. Da habt ihr auch oft gefragt, beeinträchtigen die Waldbrände in Amazonas auch das Klima in Paraguay? Oder doch nicht? Und darüber sprechen wir. Also bleib auf jeden Fall dran, okay? Also zuerst ein kleiner Ausschnitt aus dem argentinischen Fernsehen, was über die Waldbrände berichtet. Also schaut euch das genau an. Difícil acreditar que essas imagens foram gravadas no meio... Apenas passavam las 3 de la tarde e repentinamente anocheció em São Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica. Um frente frio e el humo emanado a unos 3.000 kilómetros de distancia. La Amazonía está ardiendo de forma alarmante. En solo 16 días, el fuego arrasó 500.000 hectáreas de bosque tropical. Y según el Centro de Investigación Espacial de Brasil, INPE, solo en 2019, aunque el presidente Bolsonaro tiene su propia y particular tesis, la Amazonía es una enorme región selvática que abarca 9 países y territorios de Sudamérica, conocida como el pulmón del planeta, porque su bosque tropical y rica biodiversidad se extienden por gran parte del continente. Por eso es una de las 7 maravillas naturales. Aumentan la deforestación, algo que preocupa a los expertos, especialmente en Brasil. La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 278% en julio en comparación con el mismo mes de 2018. Eso equivale a un territorio de más de 2.200 kilómetros cuadrados. Pero no es la única. Also es sind schon Riesenflächen, die wirklich betroffen sind. Nicht nur in Brasilien, sondern auch in Paraguay. Hier ein kurzer Ausschnitt aus Telefuturo, also aus dem paraguayischen Fernsehen. Desde el viernes apareció focos de incendios en medio del bosque, que luego fue extendiéndose a pesar de los esfuerzos de los bomberos voluntarios de Santa Rosa de la Guaradú. En la mañana del lunes las llamas se expandieron rápidamente por efecto del viento norte y rápidamente está consumiendo todo lo que se encuentra a su paso. Gustavo Ayala del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa señaló que están trabajando arduamente, pero que el fuego se extiende rápidamente. Also ich bin wirklich, wirklich überzeugt, dass die Bilder also wirklich aussagekräftig genug waren, um sich ein eigenes Bild zu machen. Ich wollte nur anschließend meine Meinung, also meine persönliche Meinung dazu sagen, okay? Also 17 Jahre Paraguay-Erfahrung und wirklich, das kann man ja 100% sagen, dass es fast jedes Jahr schlimmer wird. Also das Problem, was ich ja sehe, ist sicherlich auch die landwirtschaftliche Fläche. Wie das im Amazonasgebiet aussieht, weiß ich ja nicht, aber wenn man nicht weiß, worum es geht, geht es immer ums Geld, also um die Politik. Also da mischen wir uns ja nicht ein. Aber zurückkommend auf Paraguay. So, in Paraguay sieht die Sache ähnlich aus, als es geht um landwirtschaftliche Flächen. Also wenn man von hier aus, von Piribabuy aus Richtung Ciudad del Este, also die Route 2 nimmt und fährt Richtung Osten, sind das ungefähr 250 Kilometer bis zur brasilianischen Grenze. Da sieht man also schon so 80, 90 Kilometer vor Ciudad del Este, also wirklich flache Felder. Also kaum Baumbestand, nur Felder, also bestellte Felder. Für mich sieht das wirklich schrecklich aus und der Boden wird komplett ausgenutzt. Also die Chemie wird hier eingesetzt. Er sieht wirklich schlimm aus, zumindest für mich persönlich. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass also hier in Paraguay im Prinzip verbrennen ist ja ganz normal.
Also das werden hier um die Ecke viele Flächen verbrannt, in verschiedenen Dörfern. Es ist ganz normal. Im Frühjahr, also um diese Jahreszeit, ja, am 21. September haben wir Frühjahr, oder Frühling, besser gesagt. Und man verbrennt ja halt die Felder. Man verbrennt Müll, was mittlerweile schon verboten ist. Also es ändert sich, es ändert sich, es ändert sich. Und ich kann ja nur hoffen, dass es besser wird. Das heißt also, die Luft wird besser. Und normalerweise haben wir immer Sonne. Also das Problem ist nicht so extrem. Aber um diese Jahreszeit sicherlich gibt es immer wieder und wird sicher geben Waldbrände bzw. Feldbrände und grundsätzlich Verbrennungen aller Art. So, ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen, sich ein eigenes Bild zu machen. Im Hintergrund seht ihr Mangobäume, die schon Blüten haben, also Frühling, Frühling kommt, ja, danke. Im Sommer werden wir viele Mango essen, die richtig lecker sind. Aber zurückkommen, es ist so, wie es ist. Ich denke, weder ich noch du noch die anderen können was dran ändern. Sicherlich, es ändert sich einiges in Paraguay und ich bin auch der Meinung, falls ich die nächsten 17 Jahre erleben darf, wissen wir nicht, wird es auf jeden Fall besser, was die Brände angeht. Falls euch gefallen hat, natürlich abonniere den Kanal. Nach oben die Daumen, wie immer. Und links gebe ich euch weitere empfehlenswerte Videos. Okay? Und bitte vergesst eure Fragen, eure Kommentare dazu nicht. Was hält ihr davon? Wie soll man da vorgehen? In diesem Sinne.